herzlich willkommen bei unserer neuen Musi-Online-Stunde. Die Musikkarte? Mit der Tripp-Trapp-Maus? Dem Krokodil? Herr Krause? Wir wünschen euch heute viel Spaß! Hallo Kinder! Musikstunde Nummer 3 mittlerweile. Und auch diesmal wollen wir uns begrüßen mit unserem Begrüßungslied. Diesmal begleite ich es auf der Gitarre statt mit den Klanghölzern. Aber für euch gilt auch, wie in den letzten Stunden, klatschen, patschen, Nase tippen, was auch immer ihr wollt. Ihr dürft gleich mitmachen. Wir wollen uns begrüßen, begrüßen, begrüßen. Wir wollen uns begrüßen. Guten Tag. Und gleich hinterher die Eltern. Wir wollen die Eltern grüßen, begrüßen, begrüßen. Wir wollen die Eltern grüßen. Guten Tag. Heute wollen wir eine Reise machen. Eine Reise zu den Indianern. Richtig, die Indianer wohnen ja nicht gerade hier um die Ecke. Das heißt, es ist ganz schön weit bis dahin. Da müssen wir mit dem Flugzeug fahren, mit der Bahn fahren, auf den Bus erstmal hier warten, wahrscheinlich über Brücken gehen. Also wir haben es relativ weit bis zu den Indianern. Und da werden wir hoffentlich die zwei Indianerkinder kennenlernen. Wie heißen die denn nochmal, grünes Krokodil? Ah, genau, richtig. Kluger Mond und schlaue Feder. Ja, also, auf geht's. Krokodil, hilfst du mir? Ja. Ja, wo ist eigentlich die Tripp-Trapp-Maus? Musikkarte, weißt du, wo die Tripp-Trapp-Maus ist? Ja, auf deiner Schulter. Hä? Ach so, da ist sie. Okay, also jetzt sind alle da. Dann können wir auch losgehen. Grünes Krokodil, bist du bereit? Ja. Okay, dann kannst losgehen. Heute gehen wir in ein fernes Land. Indianerland ist es genannt. Tamoki, Tamoki, Indianerland. Tamoki, Tamoki, Indianerland. Genau dahin wollen wir. Was haben denn das grüne Krokodil und ich hier gespielt eigentlich für ein Instrument? Erkennt ihr das noch? Richtig, eine Triangel, gell? Grünes Krokodil, stimmt es? Ja, stimmt. Dann können wir uns ja auch gleich auf den Weg machen. Aber vorher machen wir noch einen Abstecher zu meiner Freundin Rebecca. Okay? Wie, du willst nicht mitkommen, grünes Krokodil? Okay. Und du auch nicht, Tripp-Trapp-Maus? Na gut, dann gehe ich halt mit dem Musikkater alleine. Gell, Musikkater? Das machen wir. Also auf geht's zu meiner Freundin Rebecca. So, Musikkater, na? Du bist ja schon da mit deinem Rucksack. Dann wünsche ich dir viel Spaß auf deiner Reise. Ja? Bin gespannt, was du so erlebst. Tschüss! Wo ich bin, hier waren wir noch nie. Und du bist bestimmt Rebecca, oder? Genau, ich bin Rebecca. Hallo. Ja, die Frau Braun hat mir schon so viel von dir erzählt. Ja. Ja? Und sie hat mir erzählt, dass du auch Musikerin bist, stimmt das? Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, und wo ist dein Instrument? Mein Instrument ist hier. Das habe ich immer mit dabei. Weißt du, was hier ist? Hier. Der Hals? Ja, und im Hals drin haben wir alle eine Stimme, wenn wir sprechen. Genau, ich bin Sängerin und Gesangslehrerin und Chorleiterin. Ah, toll! Ja, und dann kannst du bestimmt auch ganz toll selber singen, oder? Ja, ich glaube, ist ganz okay. Ja, dann kannst du uns ja mal was vorsingen, oder? Mir und den Kindern da draußen. Wollt ihr auch, dass die Rebecca mal was vorsingt? Ja, siehst du? Genau. Ich kann mal ein paar Sachen machen, die ihr nachmachen könnt, wenn ihr Lust habt. Ja, zum Einsingen macht man immer bestimmte Übungen.
Und eine Übung geht zum Beispiel so, dass man ein bisschen blubbert, ja, und dabei die Stimme hoch und runter gleiten lässt. Man macht. Das klingt immer ein bisschen lustig, aber das ist oft die erste Übung, die man macht beim Gesang. Genau. Okay. Nochmal. Genau, die Lippen flattern so. Ist auch ein bisschen so, als ob man so vielleicht einen Motor, wenn so ein Motorrad anfährt. Genau. Ja. Oder man summt einfach nur hoch und runter. Wie eine Biene. Wie eine Biene, genau. Oder man kann auch so ein bisschen knarzen mit der Stimme. Könnt ihr auch mal probieren. Es ist so ein komisches Geräusch hier drin. Macht man so. Ja, es klingt ein bisschen komisch. Da sind die Stimmlippen so aneinander und machen so komische Bläschen. Und dann, wenn die Bläschen platzen, dann knallt es so komisch. Könnt ihr mal probieren, ob ihr so Geräusche machen könnt. Das klingt aber witzig. Das klingt aber echt lustig, du. Genau. Und sonst singt man ganz normal Tonleiter. Man macht na 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 zum Beispiel oder so. Und dann, genau, das wärmt die Stimme auf. Und am Ende singt man dann irgendwelche Lieder. Okay. Du, Rebecca. Ja? Die Frau Braun, die hat mir gesagt, dass du gar nicht eine Opernsängerin bist, mhm, sondern dass du Jazz- und Soul-Musik singst. Ja. Stimmt es? Ja, richtig. Mhm. Genau. Und wie klingt das überhaupt? Soll ich dir mal was ansingen, was vorsingen ein bisschen? Oh ja. Okay. Hey, Kinder, das wäre super. Bravo. Mhm. Klasse. Gerne. Okay. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Boah, da kriegt man ja eine Gänsehaut. Das war aber toll. Ja, schön, freut mich. Sehr schön. Ja. Okay, Musikkater, ich mache ein Rätsel, okay? Ich singe was. Juhu, endlich, genau, und, super. Genau, und ihr könnt erraten, welches Kinderlied das ist. Ja? Okay. Ich flüstere das dir ins Ohr, okay? Okay, ja. Okay, mach ich. Na 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 Ich glaube schon, oder? Genau. Ja. Ich weiß, was es war. Ja? Sollen wir es auflösen? Ja. Ja. Es war, sag. Alle meine Entchen. Genau. Ja. Dann können jetzt vielleicht alle Kinder mitsingen, oder? Genau. Dann singen wir es nochmal mit Text. Okay? Ein bisschen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Super! Genau. Bravo. Ja, Rebecca, vielen Dank, dass wir heute mal bei dir sein durften. Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja. Und ich hoffe, euch Kindern hat es auch gefallen. Dann sagen wir tschüss und ab nach Hause wieder. Tschüss. Kinder hier.
bei uns im Indianerdorf. Wir Indianer begrüßen uns auf ganz besondere Art und Weise. Und zwar mit Handzeichen. Schaut mal her, das ist das Handzeichen für die Sonne. Und wenn wir guten Tag zueinander sagen, dann sagen wir, die Sonne geht auf, der Tag beginnt. Machen wir es nochmal zusammen. Die Sonne geht auf, der Tag beginnt. Wir grüßen euch im Indianerdorf ganz herzlich und heißen euch willkommen. Hier bei uns ist es ganz wichtig, dass man gut trommeln kann, weil mit den Trommeln können wir uns nämlich auch Dinge erzählen. Wenn ihr eine Trommel zur Hand habt, dann dürft ihr sie euch jetzt schnappen und ein bisschen mit mir Trommelsignale üben, die ganz wichtig für die Indianer sind. Wenn ihr keine Trommel habt, dann könnt ihr euch auch so eine Schüssel nehmen oder auch einen Kochtopf. Da kann man nämlich auch ganz wunderbar drauf trommeln. Geht beides. Auf jeden Fall müsst ihr euch jetzt eine Trommel besorgen. Die brauchen wir jetzt. Wunderbar. Ich hole mal meine schöne Trommel hier. Und dann geht's auch schon gleich los. Das allerwichtigste Signal für die Indianer ist folgendes. Wenn der Häuptling dieses Signal trommelt, dann bedeutet das, kommt ins Dorf. Das bedeutet, alle Indianer müssen sofort ins Dorf kommen, weil entweder hat irgendwo Gefahr gedroht oder der Häuptling hat was Wichtiges zu sagen. Das ist das Signal für kommt ins Dorf. Kommt ins Dorf. Alle mal zusammen. Kommt ins Dorf. Und nochmal. Kommt ins Dorf. Sehr schön. Jetzt dürft ihr eure Trommeln mal zur Seite legen. Denn jetzt schicke ich als Häuptling meine Indianer auf eine Mission. Die Indianer sollen jetzt losgehen und Holz für unser Lagerfeuer sammeln. Ihr dürft ausschwirren, aber aufgepasst, hört ihr das Signal, kommt ins Dorf, müsst ihr ganz schnell wieder zurückkommen zu mir. Okay? Auf geht's. Ihr dürft unterwegs sein, ihr könnt Holz sammeln. Mal sehen, wer die tollsten Äste und Zweige findet für unser Lagerfeuer. Holz, Gott sei Dank, für unser Lagerfeuer. Jetzt brauchen wir noch was anderes. Wir müssen ein bisschen Lasso werfen üben. Wisst ihr, wie das geht? Da muss man das Lasso, ein Seil, ordentlich schwingen und versuchen, Tiere zu treffen. Oder wenn man ein bisschen übt, kann man auch versuchen, zum Beispiel einen Pfahl zu treffen. Ja? Also, schnappt euch eure Lassos und übt Lasso werfen. Los geht's. Für Signal Nummer 2. Signal Nummer 2 heißt, ist auch was ganz Wichtiges. Das bedeutet verstecken. Also, wenn Gefahr droht, dann müsst ihr euch ganz schnell verstecken. Dann macht der Häuptling das Signal dafür und zack, müsst ihr euch verstecken. Pass auf, das Signal geht so. Ta, 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 ta. Mal alle zusammen. Ta, ta, ta. Wenn ihr das Signal für Verstecken hört, ta, 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 dann müsst ihr euch schnell ein Versteck suchen. Bei euch im Raum irgendwo wird es schon ein gutes Versteck geben. Und wenn ihr das Signal kommt
ins Dorf hört, dann müsst ihr schnell wieder zu mir kommen. Okay? Los geht's. Jetzt müsst ihr ein bisschen reiten üben. Ja, holt euch eure Pferde raus und los geht's. Unserer Signalzeichen ist auch ein ganz wichtiges, und zwar das Zeichen für Anschleichen. Wenn wir zum Beispiel auf Büffeljagd gehen, dann ist es ja ganz wichtig, wenn ein Büffel entdeckt wird, dann wird das Signal für Anschleichen gespielt. Das heißt, da mussten alle Indianer auf dem Boden ganz ruhig und leise sich anschleichen, dass der Büffel das nicht merkt, damit man dann den Bogen anlegen kann und den Büffel erlegen kann. Warum ist denn das so wichtig, dass die Indianer die Büffel jagen können? Weil, was machen die aus den Büffeln? Das Büffelfleisch, das essen die oder trocknen die, dass sie den ganzen Winter und immer was davon haben. Das Büffelfell benutzen sie für Kleidung und das Leder, die Haut. Ja, daraus machen die Leder und daraus machen sie sich Schuhe zum Beispiel oder Taschen. Ja, ganz viele praktische Dinge. Aus den Knochen können sie sich zum Beispiel Nadeln machen, ja, mit denen sie ihre Tippis und Kleider nähen. Ja, also der ganze Büffel wird irgendwie verwendet, ja, und ist ganz wichtig für die Indianer, damit die auch gut überleben können da in der Prärie. Also, jetzt kommt das Zeichen für Anschleichen. Und das geht so. Ta, ti, ti, ta. Mal alle zusammen. Ta, ti, ti, ta. Und nochmal. Ta, ti, ti, ta. So, also, wenn ihr dieses Zeichen hört, dann müsst ihr euch anschleichen auf den Boden, ganz leise. Gut, also dann legen wir mal los. Ihr dürft jetzt mal euch auf den Weg machen. Die Indianer müssen ja auch Beeren und Wurzeln pflücken, ja, und suchen im Wald, und damit sie daraus auch was Tolles kochen können. Man kann ja nicht nur Fleisch vom Büffel essen. Ne? Also, die Indianer schwirren aus. Da dürft ihr jetzt auch gleich mitmachen. Legt eure Trommeln weg und ernten ein paar Beeren und sammeln, graben ein paar Wurzeln aus, die man essen kann. Dürft ihr aufspringen und könnt mit eurem Bogen versuchen, den Büffel zu erjagen. Los geht's! 1, 2, 3 und zack! Pschuh. Hurra! Wir haben den Büffel erlegt. Mit dem können wir jetzt nach Hause gehen, gemütlich. In unserem Indianerstamm gibt es zwei Indianerkinder, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Ihr habt jetzt gerade schon gehört, wir haben diese Rhythmussprache gehabt mit dem Ta und dem Titi, gell? Und damit diese Rhythmussprache auch nicht vergessen wird und auch diese drei Signale nicht vergessen werden, haben die Indianer die aufgeschrieben. Aber es gibt ja auch viele Indianerstämme, die zum Beispiel feindlich gesinnt sind. Und die wollen manchmal auch einfach diese Signale sich klauen, sich mupsen, ja, damit sie auch wissen, was die anderen so miteinander kommunizieren
Gell, dann wissen die, wenn sie das zum Beispiel von einem anderen hören, anschleichen. Da ist ein Büffel. Ja gut, da müssen wir jetzt ganz schnell sein, damit wir den Büffel wegschnappen. Damit das nicht passiert, haben sich die Indianer was Tolles überlegt. Und zwar haben sie diese Geheimsprache, in der die Trommelsignale aufgeschrieben sind, haben sie einfach in der Mitte durchgeschnitten. Und von den beiden Indianerkindern, kluger Mond, der Indianerjunge, und schlaue Feder, haben jeweils einer von denen einen Teil nur von diesen Signalen. Das bedeutet, wenn einer von denen mal gefangen werden sollte, dann braucht man sich keine Sorgen machen, weil mit nur einem Teil kann die Geheimsprache nicht entziffert werden. So, und jetzt zeige ich euch mal, was die mit sich rumtragen. Schaut mal, das hier ist die Geheimschrift von Kluger Mond. Schauen wir doch mal rein, was der da hat. Guckt mal, was ist das denn? Habt ihr das auch vor euch liegen? Schaut mal. Das sind irgendwie so Kugeln, so schwarze. Also da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Mal sehen, was schlaue Feder in ihrem Umschlag hat. Das ist der Umschlag von schlaue Feder. Gucken wir doch mal rein, was die da in ihrem Umschlag für Geheimzeichen hat. Nanu, das sieht aber auch komisch aus, oder? Da sind ja lauter Striche drauf. Striche und Striche mit Balken, sehr eigenartig. Also ich würde mal sagen, da muss man mal ein bisschen rumknobeln, was das wohl sein kann. Ihr könnt ja selber mal überlegen und ich überlege es mir jetzt auch. Wie könnte denn das sein? Das sind drei, vielleicht hier, guck mal. Könnte das hier hin passen? Nein, das passt nicht. Aber drei hat es ja. Ja, hier, guck mal, da hat es drei. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das passt irgendwie nicht so gut. Eins, zwei, drei, vier. Das könnte passen. Jetzt mal gucken. Ja, guck mal, das passt. So, dann muss das ja irgendwie auch zusammenpassen. So, nee. Ja, guckt mal, das passt auch zusammen. Ja. Also, was haben wir denn da? Was ist denn daraus entstanden? Ich glaube, ihr habt es alle erkannt, oder? Das sind ja Noten. Genau. Da sind Noten entstanden. Und wenn wir jetzt mal ganz genau hingucken, dann können wir die ganz gut voneinander unterscheiden. Diese drei, das sind die drei Signale, die wir gerade gelernt haben. Einmal kommt ins Dorf, können wir ja mal klatschen, kommt ins Dorf. Na, wie viele waren das jetzt? Ich glaube, das waren drei, oder? Kommt ins Dorf. Dorf, da sind drei. Okay, das ist also das Zeichen für kommt ins Dorf. Gut, was hatten wir noch? Verstecken war ta, ta, ti, ti, ta. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das könnte das sein. Guck mal. Ta, ta, ti, ti, ta. Sieht mal ganz gut aus. Also das ist wohl das Zeichen für Verstecken. Und jetzt haben wir noch das Zeichen für Anschleichen. Wie war das denn noch gleich? Ta, ti, ti, ta. Das muss ja dann das sein, gell? Ta, ti, ti, ta. Ja, habt ihr das auch gut zusammenlegen können? Super, toll. Dann seid ihr ja auch schon Experten. Wir sind eingeweiht, aber ihr wisst, pssst, nicht weiter verraten, gell? So, zum Schluss bei uns am Indianerfeuer tanzt man wieder ungeheuer. Und zwar wollen wir natürlich auch, genau wie die Indianer auch gerne singen, wollen wir heute auch noch ein Indianerlied lernen.
Und zwar begrüßen bei diesem Lied die Indianer ihren großen Gott, den Manitou, den Indianergott. Und da gibt es ein Lied zu, was man auch mit dem Glockenspiel begleiten kann. Ich komme ein bisschen näher an euch ran. Wenn ihr eins zu Hause habt, dann dürft ihr euch wieder zwei Töne markieren, und zwar das G und das D. Und mit diesen Tönen könnt ihr dieses Stück begleiten. Wer kein Glockenspiel hat, der darf natürlich gerne seine Trommel nehmen. Oder? Welche Trommel auch immer. Ich nehme jetzt mal meine Schüsseltrommel heute. Okay, also mit den Tönen kann es auch schon losgehen. Und da gibt es immer verschiedene Strophen, die dürfen wir mit dem Glockenspiel spielen. Und zwischendrin schnappen wir uns unsere Trommel. Wer kein Glockenspiel hat, der lässt die Trommel einfach auf seinem Schoß oder stellt sie vor sich hin. Und da kommt immer eine Passage, der sogenannte Refrain, der immer wieder kommt. Und da besingen sie ihren Gott, den Manitou. Und das klingt so. Manitou. Können wir das mal gemeinsam, diese Formel singen, diese Indianerworte? Manitou, Manitou, Ogamotza Zumbazu, Manitou, Manitou, Ogamotza Zumbazu. Genau. So, wenn diese Worte kommen, dann dürft ihr immer mitsingen. Die erste Strophe handelt davon, dass man am Lagerfeuer sitzt, alle zusammen. Heut am Indianerfeuer tanzt man wieder ungeheuer. Und los geht es schon. Eins, zwei, drei, vier. Heut am Indianerfeuer tanzt man wieder ungeheuer. Wenn wir auf die Trommel hören, können Geister wir beschwören. Also dann, eins, zwei, drei, vier. Wenn wir auf die Trommel hören, können Geister wir beschwören. Unser Häuptling, der kann singen und durchs Lager Feuer springen. Das ist ein Teufelskerl. Eins, zwei, drei, vier. Unser Häuptling, der kann singen und durchs Lager Feuer springen. Manitou. Um. Wir müssen wieder nach Hause. Also schnell die Sachen gepackt und die ganze Reise wieder zurück. So, heute dürft ihr mal in eurem Musikheft mal wieder nachgucken. Ja, da heißt es Kluge Mond und Schlaue Federheft. Ja, da könnt ihr mal gucken, dass ihr die Seite, wo die Indianerkinder drauf sind und die Signale drauf gemalt sind, dass ihr die findet. Und ich habe hier meinen Gehilfen, das Krokodil, das kann nämlich mit seinem Maul ganz gut umblättern und findet die Seite bestimmt sofort. Krokodil, hilfst du mir? Klar! Okay, also los. Zack,
Krokodil hat die richtige Seite gefunden. Schaut mal her. So sieht die aus. Da sind die zwei Indianerkinder und da seht ihr die Zeichen für kommt ins Dorf, anschleichen und für verstecken. Genau. Also viel Spaß damit. Könnt ihr natürlich schön anmalen, die Seite. Seht ihr, die ist noch ein bisschen grau, ne? Also, viel Spaß damit. Sag mal, kennt ihr dieses Fingerding? Pling, 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 rutsch, pling, pling. Schon mal gehört? Wenn nicht, dann könnt ihr das jetzt gleich mit mir machen. Und heute haben wir sie noch gar nicht gesehen, aber jetzt zauber ich noch mal kurz meine kleine Assistentin her. 1, 2, 3 und schwupp. Ha, es hat geklappt. Da ist sie auch schon. Die Luzi. Hallo Luzi. Hi. Hilfst du mir erst mal den Kindern zu erklären, wie das geht mit dem Pling, Pling, Rutsch, Pling, Pling? Ja. Super. Also dazu braucht ihr eure Hand. Luzi, machst du auch mit? Genau. Und die andere Hand, die zeigt die Finger an. Wir fangen mit dem kleinen Finger an. Pling, 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 Rutsch, Pling, Pling, Rutsch, Pling, 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 Pling. Genau. Und weil es so schön war, machen wir es nochmal, damit ihr alles wisst. Wir halten es noch ein bisschen näher ran. Und Pling, 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 Rutsch, Pling, Pling, Rutsch, Pling, 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 Pling. Genau. Und ihr habt gemerkt, immer wenn wir vom Zeigefinger zum Daumen wollen, dann rutschen wir diesen langen Weg runter und dann sagen wir Rutsch. Und dazu gibt es ein ganz lustiges Lied. Das machen wir jetzt gleich mal zusammen. Und ja, dazu brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Musik. Gell? 1, 2, 3 und los! Euch noch was ganz Wichtiges sagen. Und zwar gibt es nämlich diese Woche ein Preisausschreiben. Und zwar, schaut mal her, dieses Blatt habe ich euch im Anhang in der E-Mail mitgeschickt. Das dürfen eure Eltern euch ausdrucken. Und wer es richtig ausfüllt und mir zurücksendet, entweder in den Briefkasten steckt oder mir einscannt und per E-Mail schickt, aus denen, die es richtig gelöst haben, suche ich einen Gewinner aus. Und der Gewinner, der bekommt natürlich einen Preis von mir. Und dieser Preis ist diese Rahmentrommel. Diese Rahmentrommel, schaut mal her. Die habe ich selber gebastelt und die klingt ganz toll. So, genau. Also, wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann seid ihr vielleicht irgendwann auch der glückliche Gewinner und könnt diese Trommel gewinnen. Viel Glück und Erfolg dabei. Und ich bin schon gespannt, wer den Preis gewinnen wird. So, die Stunde ist wieder um. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und natürlich wollen wir uns wieder verabschieden. Wie zu Beginn der Stunde, so zum Ende hin, wir sagen uns auf Wiedersehen.
dürft wieder eine Bewegung mitmachen oder klatschen oder vielleicht nehmt ihr einfach eure Trommel oder eure Klangstäbe oder eure Rasseln und spielt einfach mit. Wir sagen uns auf Wiedersehen. Wir sagen uns auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Wir sagen uns auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. So, vielen Dank, dass ihr heute zugeguckt habt. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Woche. Tschüss!